Schweres Blightkling. Übungsschwert ist schon mal nicht schlecht. Die Diener der Nacht sind hier. Dann kannst du noch so eins tragen und das Ding hier. Feinde! Zu den Bögen! Übungsklinge. Oh. Gut, okay, dann hier erstmal die Level-Ups dann. Auf mein Zeichen. Gut, jetzt sind wir da die Gegner los. Wow. Runenkrieger, zu mir! Wehrt euch, Schwestern! Die Diener der Nacht sind hier! Vorsicht, Gegner! Das Vieh kann Schaden kloppen, aber echt. Standhalten, Männer! Feinde! Zu den Bögen! Ist auch ein Stufe 9 Gegner gewesen. Ja, jetzt können wir halt nur gehen. Das ist ein bisschen blöd. Hey, aber wir könnten jetzt das Teil benutzen. Das ist etwas besser als so eine Klinge. Ja, der Skill, der braucht leider auch 2 Minuten. Cooldown. Hier oben gäbe es Mondsilber. Ja, krass. Also ja, jetzt haben wir die Spinnen hier schon mal weg. Jetzt sollten wir mal gucken, dass wir uns um Gobbos kümmern, die da runterkommen können. Elend Segen! Mein Bogen für die Rune! Seid auf der Hut! Zu Befehl! Also ja, es ist ja meistens so, dass Spinnen und ähnliche Gegner stärker sind als... Mein Bogen für die Rune! Andere... Befehlt! Ach du meine Güte, jetzt wird's da oben aber auch spannend. Elend schnell wie ein Pfeil, in Windeseile. Man merkt aber, Elfen ohne Förster sind etwas unpraktisch.
Also ja, dann gehen wir halt direkt gleich als nächstes hier hoch und gucken mal, ob wir da oben Ork- und Goblin-Lager ausräuchern können. Die Rune wird befiehlt. Sofort ausgeführt. Ich höre. Zu Befehl. Feindlicher Angriff! Es sind zu viele! Feindlicher Angriff! Feinde! Zu den Bögen! Feinde! Zu den Bögen! Wir sind in Gefahr! Also ja, unsere Was ist euer Begehr? Ich eile. Das ist nicht weit. Nahkämpfer fallen viel zu schnell teilweise. Wohin Rasch soll ich wie gehen? Der Wind. Wir hätten wahrscheinlich doch lieber Menschen Schnell nehmen wie ein sollen. Pfeil. Aber ich glaube, Rekruten halten dann doch ein bisschen mehr aus und können leichter ersetzt werden, dadurch, dass Eisen eigentlich so gut wie unendlich ist. Befehlt! Ich höre. Vorwärts. Sofort. Ihr seht aber die Ja? Maps sind gar nicht so einfach. Zum Ruhme Arins. Bereit. In die Schlacht. Sie sind überall. Folgt mir. Für die Freiheit. Wehrt euch, Schwestern. Standhalten, Männer. Mir nach. Und los. Auf meinen Befehl. Für den Orden. Haltet durch, Männer. Hier. Sofort. Und los! Mir nach! Folgt mir! Zum Angriff! Okay, da heißt das Goblin. Vorwärts! Folgt mir! Lager. Sofort! Mir nach. Na, mal gucken, wie weit wir noch Schnell. Kommen. Ich denke nicht, dass wir diese Map in der Aufnahmesession abschließen werden. Die dauert ja doch länger Und los. Als gehofft, gedacht, erwartet. Folgt mir. Sofort. Vor allem wird das hier Für die jetzt Freiheit. Sehr schick werden. Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! Feinde! Zu den Bögen! Ja, instant tot. Es sind zu viele! Sie kreisen uns ein! Ha!
Wildschweinzucht. Interessant. Die Diener der Nacht sind hier. Sie kreisen uns ein. Wir sind in Gefahr. Wehrt euch, Schwestern! Was soll ich los, tun? Los, Schwestern! Okay. Los, Schwestern! Schnell wie ein Pfeil! Hier! Schnell! Das waren schon ein paar herbe Verluste. Da kommt auch schon die neue Welle an Orks. Jetzt wissen wir wirklich schon mal, dass ihr Lager in der Richtung ist. Ja. Auf mein Zeichen. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Elends Segen. Befehlt. Ich höre. Gut, die haben sie. Befehlt. Vorwärts, Schwestern. Alle mal zu. Wohin soll Los, ich gehen? Schwestern. Auf mein Zeichen. Auf mein Kommando. Ja. Los, Schwestern! Schnell wie ein Pfeil. Sofort. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es mal hier dabei. Ich speichere mal über das Let's Play drüber, auch wenn es nicht mehr viel bringt. Und dann gehen wir ins Startmenü zurück. Effizienz 71. Erstellte Einheiten, besiegte Einheiten. Größte Armee 30, ja. 44,59. Also fast 45 Minuten. So, dann würde ich mal sagen, noch ein kurzes Schlusswort. Jetzt eine halbe Minute. Erst nochmal danke fürs Zuschauen. Auch die, die sich jetzt noch das Special angeguckt haben. Diese eine Aufnahmesession, diese 6 Folgen. Ich würde sagen, wir beenden damit jetzt mal das Projekt. Weil viel mehr kann ich euch da nicht zeigen. Ich will euch nicht antun, da einmal durch die ganze Liste an Karten durchgezogen zu werden. Das ist dann auf Dauer dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es mal so, wie es ist, weil so ist es gut. Wir haben die 3 Story-Kampagnen abgeschlossen. Beide Wege zu Ende gebracht. Ich habe euch den freien Modus gezeigt. Wie gesagt, das Projekt lief jetzt über ein Jahr mit mittlerweile fast 750 Folgen. Ich habe mit 1000 Folgen gerechnet am Anfang, aber es ging doch etwas schneller als erwartet, zum Glück. Weil es wird langsam Zeit, dass ich neue Projekte beginne. Aber wie gesagt, es gibt jetzt erstmal ein bisschen Pause, bis ich mir überlegt habe, welche 2 neuen Projekte ich starte. Ich hoffe, ihr habt da etwas Nachsicht. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ja, noch kurz zum Spiel. Also, mir hat es Spaß gemacht, dieses Projekt zu machen. Auch komplett durchzuziehen. Es war lang. Ich hoffe, die, die noch zuschauen, euch hat es auch Spaß gemacht. Ja. Also, danke fürs Zuschauen.
Dann wünsche ich euch ein herzliches Hi-Ho und bis zu meinen nächsten und anderen Projekten. Haltet die Ohren steif. Bis dann.